Dann kommen wir zum Buch, dein erstes Buch, Innensicht. Du hast sozusagen eine Biografie in 45 Stories sozusagen verfasst. Worauf dürfen sich denn die Leserinnen und Leser freuen? Ja, es ist keine Biografie, das wollte ich nicht, das passt da noch nicht so ganz. Es sind einfach 45 Geschichten über mein Leben, über meine Karriere, über meine privaten ja, Sachen, die ich so gemacht habe, über meine privaten Fehltritte, über auch positive Sachen. Und auf was können sich die Leser freuen? Auf extrem vielseitige Geschichten. Ich gebe extrem persönliche Einblicke in Zeiten, wo es mir auch nicht so gut ging. Ich bin jetzt kein Mensch, der gerne mit Familie oder Freunden über Gefühle redet. Und über dieses Buch habe ich es mal probiert, ein bisschen was auszurücken. Es war für mich auch eine, nicht Selbsttherapie, aber es geht schon in die Richtung, einfach mal Sachen loszuwerden, einfach mal Sachen zu erzählen. Und auf das können sich, glaube ich, die Leser freuen. Es sind extrem lustige Geschichten dabei. Es sind ja gefühlvolle, sentimentale dabei. Es wird sich der eine oder andere in die Träne verdrücken. Es sind spannende dabei. Es sind einfach Geschichten, die so noch nicht dargeschildert waren, sondern viele nur aus den Medien kennen. Und ich wollte auch einfach mal meine Seite erzählen. Und wie gesagt, ich denke, es zahlt sich aus. Ich habe es deswegen in 45 Geschichten verpackt, weil das kann man mal lesen. Da lest man eine Geschichte, legt man es wieder weg. Lest man wieder eine, legt man es weg. Und man muss nicht immer so drin sein im Buch. Und deswegen ist es, glaube ich, für sehr, sehr viele ein gutes Buch. Und es kann auch sehr vielen Menschen auch helfen. Es hilft dir und es hilft auch anderen, denn es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Du tust es nicht, um dich damit zusätzlich zu bereichern irgendwie, sondern alle Einnahmen bzw. der reine Erlös des Buches kommt zu 100% karitativen Einrichtungen zugute. Ne? Ja, das fühlt sich ja nicht gut an, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde und das alles dann für mich behalten würde, sondern wie gesagt, ich möchte mit dem Buch schon andere Menschen helfen, die das lesen. Und ich denke, wir Fußballer, wir verdienen jetzt schon genug Geld, dass wir jetzt da keine Nebeneinkünfte brauchen. Und deswegen viele Menschen, vor allem jetzt in Corona-Zeit oder nach Corona, brauchen das extrem, extrem viel mehr als wie jetzt ich. Wie gesagt, ich habe einen guten Vertrag hier in Frankfurt und bin glücklich. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und deswegen dadurch, dass mein Herz auch hier in Frankfurt ist und mich mit vielen Menschen hier extrem identifiziert habe in der Stadt und die Menschen einfach richtig zu schätzen gelernt habe und auch hier gern bin, wird es natürlich viel hier in Frankfurt, in die AHE Frankfurt zum Beispiel, in vielen kleinen Organisationen. Mich haben persönlich schon ein paar gefragt, hey, ich habe gehört, du machst sowas, wir sind eine kleine Organisation, kannst du uns ein bisschen unterstützen? Also da werde ich alles, bisschen auch teilhaben lassen, weil ich finde es immer gut, wenn Leute was spenden oder was Gutes tun, dass sie auch wissen, wo das ankommt. Und deswegen werde ich das auch denen mitteilen. Und natürlich darf Österreich und meine Heimat, mein Bundesland Kärnten nicht fehlen. Da wird die Kinderkrebshilfe davon auch profitieren. Und Kinderträume ist auch eine gute Organisation in Kärnten. Einfach Kinder, die es nicht so leicht haben, einfach zu helfen. Wie gesagt, ich bin hier glücklich in Frankfurt, ich habe einen guten Vertrag und deswegen würde es sich nicht gut anfühlen, wenn ich das für mich behalten würde.